Ich freue mich, dass Sie dabei sind bei Ich stelle mich. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio und zu Hause. Dieses ist, denke ich, das ungewöhnlichste Ich stelle mich, das wir bisher bei TV Berlin gemacht haben. Sie wissen, das Prinzip ist immer gleich. Eine möglichst provokante Person stellt sich potenziellen Gegnern. Heute stellt sich Karl-Eduard von Schnitzner, ehemals Chefkommentator des Fernsehens der DDR. So war der offizielle Titel. Die einen sagen, brillant ist er gewesen, die anderen sagen, der meistgehasste Mann der DDR. Über all das wollen wir heute hier reden. Der Anlass ist, dass wir fast 10 Jahre nach Mauerfall sind und es gibt die unterschiedlichsten Positionen auf beiden Seiten. Es gibt die Versöhnten, es gibt andere, die mehr sagen, Schwamm drüber, egal jetzt, und andere, die finden, man hat nicht wirklich aufgeräumt und die Positionen sind immer noch nicht klar. Herzlich willkommen, Herr von Schnitzler. Dankeschön. Was machen Sie eigentlich heute? Augenblicklich sitze ich hier, um mich provozieren zu lassen. Ist ja noch nicht losgegangen. Ich meine, heutzutage, wo Sie nicht mehr Fernsehen machen. Ich sitze zu Hause, ich lese sehr viel, sehr viel. Ich tue es mir an, viel fernzusehen. Da muss man sich heute was antun zu. Und außer Ihrer Sendung natürlich. Und habe eine große politische Tätigkeit. Was heißt große politische Tätigkeit? Sie sind der DKP beigetreten. Ich bin Mitglied der DKP. Ich bin sehr lebhaft am Parteileben beschäftigt. Ich schreibe für Zeitungen, für kleine Parteizeitungen und werde, obwohl Tagesspiegel und andere Medien mich der Vergessenheit anheimfallen lassen, immer wieder eingeladen, zum Beispiel von Ihnen. Mhm. Sind Sie manchmal gekränkt? Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen manchmal fehlt, Fernsehen zu machen. Sie haben das so oft gemacht. Fehlt Ihnen der Schwarze Kanal? Auch mir wäre es lieber, wenn es einigen Zuschauern heute fehlen würde, der Schwarze Kanal. Das Fernsehen augenblicklich hat es nämlich bitter nötig, einen Schwarzen Kanal. Haben Sie den Eindruck, Ihre Sendung fehlt den Zuschauern? Ich kenne sehr viele, denen er fehlt. Was heißt sehr viele? Eine Handvoll, täglich 100 Briefe, was sind sehr viele? Ach, wissen Sie, wenn ich zum Beispiel einen Brief kriege aus Magdeburg von einem Mann, den ich kenne, ich habe Ihren Kanal nicht oft und nicht gern gesehen. Aber was Sie über die Gebrechen und Verbrechen des Kapitalismus gesagt haben, war die reine Wahrheit. Jetzt erfahren wir es am eigenen Leibe. Das ist ein Kompliment. Und würden Sie sagen, das ist eher eine Ausnahme? Das ist ganz gewiss noch nicht die Mehrheit. Ja, den Eindruck teile ich auch. Wir stellen Ihnen jetzt unsere Gäste vor. Denn bei Ich stelle mich gibt es immer Menschen gegenüber. Heinrich Lummer, ein CDU-Mitglied, eher der rechten Seite der CDU zuzuordnen, Ex-Innensenator. Und jemand, der sagt, der Klassenkampf hat sich überlegt, Herr von Schnitzler ist ein Fossil. Herzlich willkommen, Herr Lummer. Frank-Rüdiger Halt kennen Sie vielleicht von heute Nachmittag noch vom Stadtgespräch, Initiative gegen SED-Unrecht. Herr Halt sagt, dass diejenigen, die unter dem SED-Regime gelitten haben, heute wieder diejenigen sind, die nicht profitieren und die vom Staat jetzt auch im Stich gelassen werden. Guten Abend, Herr Halt. Dr. Stefan Wolle ist bei uns Zeithistoriker, Historiker auch in der DDR gewesen, hatte sich für eine sehr, sehr frühe Zeit entschieden, also eine, in der man die Dinge noch etwas unpolitischer in Anführungsstrichen sehen konnte, hat jetzt Bücher geschrieben über die Diktatur in der DDR. Guten Abend, Herr Dr. Wolle. Herr Lummer, Herr von Schnitzler sagt, er bekommt noch Post und die Leute, obwohl sie ihn kritisch gesehen haben, bedauern, dass es seine Sendung nicht mehr gibt. Sie gehören nicht dazu, nehme ich an. Nein, durchaus nicht. Obwohl, wir können ja viel gelassener darüber reden, gewissermaßen nach Ende der Schlacht, die er verloren hat. Und zwar deshalb gelassener, weil seine Positionen doch historisch nicht haltbar gewesen sind. Ich denke, die Auffassungen, die im Schwarzen Kanal vertreten worden sind, dass also der Kapitalismus gewissermaßen die DDR überfallen wollte, militärisch. Deswegen habe er eine Mauer gebaut, was ja die Lüge an sich schon gewesen ist. Denn jeder in der DDR wusste, die Mauer ist nicht gebaut worden, um Panzerarmeen des Westens der Bundesrepublik abzuhalten, sondern um die Leute daran zu hindern, abzuhauen. Und diesem Widerspruch hat die Sendung gelebt. In diesem Widerspruch hat er von Schnitzler gelebt bis heute. Und ich denke, das ist die historische Wahrheit. Diese Idee hat sich überlebt. Und insofern kann man, wie gesagt, gelassen darüber reden. Und wenn es noch einzelne Anhänger gibt, dann kann man nur sagen, es gibt immer Verrückte und auf jeder Seite gibt es so eine und solche. Aber sie sind wirklich sehr, sehr vereinsamt geworden. Herr von Schnitzler, Sie haben die Schlacht verloren, sagt Herr Lummer. Ich habe eine Schlacht verloren. Das heißt, Sie kämpfen noch? Der Kampf geht weiter.
Wer ist Ihr Feind im Moment? Der Feind ist unverändert der Imperialismus und seine kapitalistischen Vertreter. Wenn man das ja, auch die Art und Weise, wie Sie es vortragen, Herr von Schitzer, klingt so ein bisschen wie er ist kein Wendehals, kommt gerade aus dem Publikum, das kann man beileibe nicht sagen. Es klingt so ein bisschen so wie auswendig gelernt und ich glaube Ihnen auch, dass Sie glauben, was Sie sagen. Es gibt ja Leute, die sagen, Sie spielen eine Rolle. Ich glaube, dass Sie glauben, was Sie sagen. Das freut mich sehr, dass Sie glauben, dass ich glaube, dass ich überzeugt bin von dem, was Sie sagen. Das ist tatsächlich so. Ich habe in meinem Leben Erfahrungen gemacht, mehr als wahrscheinlich die meisten hier in diesem Raum. Ich bin 1932 in die Sozialistische Arbeiterjugend eingetreten. Bei meiner Herkunft, bei meiner Familie war das eine Sensation. Das war eine Parteinahme für die Arbeiterklasse. Eine Absage an meine Klasse, aus der ich komme. Ich bin 1937 in die illegale Kommunistische Partei aufgenommen worden. War eine große Ehre. Ich habe dann Kurierfahrten mit Motorrad von Freiburg in die Schweiz gemacht, Personen und Material hin und her gefahren. Ich habe den Imperialismus und den Antifaschismus auf beiden Seiten der Front kennengelernt, am eigenen Leibe, auch in meiner eigenen Familie. Sehen Sie, ich bin geboren genau zwischen Oktoberrevolution und Novemberrevolution, im April 1918. Und mein Vater, damals in Berlin-Dahlem, und in Dahlem gab es eine Bürgerwehr 1918/19. Die hat sich gebildet. Mein Vater brüstete sich dann später am Mittagstisch, als ich schon älter war, damit. Da haben die Bürger von Dahlem, die etwa so reagiert haben wie heute einige hier, haben ihre Hirschfänger und ihre Jagdgewehre aus dem Schrank geholt und haben Jagd auf Karl Liebknecht gemacht. Und ich bin erzogen worden von meinen Eltern, dass das eine Novemberverbrecher waren. Und bei der SAJ, bei der Sozialistischen Arbeiterjugend, lernte ich es dann anders. Und seitdem bin ich regelmäßig bei der Demonstration, die nach Friedrichsfelde geht. Ich war 1933, noch im Hitlerjahr, vor der Machtübernahme, bei der letzten Demonstration vor Hitler, war ich dort, habe Teddy Thielmann sprechen hören. Und das, die Demonstration, zu der ich trotz meiner 81 Jahre hingehe. Herr von Schitzer, den ersten Teil dieser Biografie verstehe ich aus Ihren Überzeugungen. Aber dann, das ist was mich persönlich immer so rasch überrascht. Jemand, der Diktatur kennengelernt hat, der dann anfängt, die absurdesten, menschenfeindlichsten Dinge in meinen Augen zu rechtfertigen. Da haben viele gesagt, Sie sind irgendwann verblendet gewesen. Wie beurteilen Sie das? Ja, da muss man sich darüber unterhalten, was absurd und was verblendet ist. Und wer absurd redet und wer verblendet ist. Es ist ja immerhin fast gelungen, fast unser ganzes Volk zu verblenden und für die Hitler-Generation zu manipulieren. Das ist doch gelungen. Frank-Rüdiger Halt, Initiative gegen SED-Unrecht. Also Herr von Schnitzler sagt, das Volk ist verblendet worden. Deshalb gucken Sie seine Sendung nicht mehr. Sie haben die DDR ja mal verlassen mit Ihrer Familie. Also ich habe sie nicht nur verlassen, ich habe sie auch wiedergefunden, als ich 91 zurückkam nach Ostdeutschland. Ich bin der Meinung, die DDR lebt nämlich weiter. Und zwar personell als auch geistig. Das soll jetzt kein Kompliment sein, ich will sie jetzt auch nicht angreifen. Also Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine. Eine gewisse Hoffnung dürfen Sie vielleicht leider sogar haben. Wir haben festgestellt, dass die Eliten durchmarschiert sind, und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen. Wir haben festgestellt, dass es den Opfern nach wie vor schlecht geht und noch schlechter, mit der Tendenz zunehmend. Insofern kann ich Sie vielleicht bestätigen, dass die Hoffnung noch nicht ganz aufzugeben ist, leider. Ich finde es ein furchtbarer Zustand. Aber ich hätte mal eine Frage an Sie. Es gibt das Gerücht, dass es in der DDR keine Kommunisten gegeben haben soll. Denn die Kleinen, die waren schnell durch die große Lüge kuriert worden und sind davon abgefallen. Und die Großen haben ja gelebt wie die Fürsten, das waren ja die Champagner-Kommunisten, die gelebt haben wie die Playboys an der Côte d'Azur. Klare Frage. Frau von Schnitzer hat gelacht und sich entschuldigt. Na, entschuldigt, weil das so blöd ist, dass das schon quiekt. Sie dürfen nachher gerne was sagen. Danke. Den Vorwurf gibt es häufig. Bitte? Den Vorwurf gibt es häufig, Herr von Schnitzer. Also, Sie hätten nicht so gelebt, Sie hätten wilde Partys gefeiert. Ich habe zum Beispiel gehört, wenn ich mal ergänzen darf, dass Sie in Ihrem Haus in Kleinmachnow den Ostseesand haben hinkarren lassen für Partys. Ist das richtig? Ja, vor allen Dingen ist richtig, dass ich überhaupt niemals in Kleinmachnow gewohnt habe. Da fangen die Lügen nämlich an. Okay, wenn das so ist, dann ist es nämlich das zurück. Das hilft nicht viel, es ist herum, leider. Sehen Sie, da es gegen mich, gegen meine Sendung, keine echten Argumente gab. Es ist niemand, hallo, lachen Sie nicht, hallo, es ist kein einziges Mal in 1500 Mal, kein einziges Mal der Versuch gemacht worden, mir, ich bin jetzt dran, Sie sind auch gleich dran, Herr Lummer. Sie müssen sich nicht immer vordrängen. Dass Sie mir das gestatten. Sie sind, die Rechten müssen sich nicht immer vordrängen. Es ist über 1500 Mal, nicht ein einziges Mal der Versuch gemacht worden,
mich mit einer Lüge zu überführen, mich einer Fälschung zu überführen. Die Möglichkeit aber, wurde doch ja nicht hier mehr Schnitzler. Aber im Westen, ich rede vom Westen, im Westen, was glauben Sie, was man im Westen sich ein Fingerlecken gemacht hat, wenn das gelungen wäre? Es ist nicht gelungen. Und deswegen ist man übergegangen zu solchen Verleumdungen. Schnitzler feiert in Kleinmachnow Orgien, Schnitzler hat 57.000 Frauen. Wir sind erst seit 39 Jahren zusammen. Ich habe Sie selbst im Restaurant Budapest gesehen, auf einem Schoß eine Frau, auf dem anderen Schoß eine Frau. Also, wir haben die erste Erregung im Studio und es geht auch bestimmt erregt weiter. Es stellt sich weiter Karl Eduard von Schnitzler und Sie alle kommen zu Wort, versprochen. Heinrich Lummer hat danach das Wort, weil er von Schnitzler gesagt hat, das Westfernsehen hätte ihn nie widerlegt. Darüber reden wir gleich. Herr Lummer, Herr von Schnitzler hat eben gesagt, niemandem im Westen ist es je gelungen, ihn zu widerlegen. Also zunächst einmal hat sich, glaube ich, nie jemand ernsthaft der Mühe hingegeben, diesen Scheiß zu widerlegen. Weil das war in sich selbst so unschlüssig und es hat ja auch im Grunde keiner ernst genommen. Das Ziel der Sendung, das hat ja von Schnitzler irgendwann selber gesagt, seien die Bürger der DDR gewesen, das waren die Adressaten. Ja. Und die sollten von diesem bösen, miserablen Kapitalismus abgeschreckt werden, sollen überzeugt werden, dass es ein überlebtes System ist und dass der Sozialismus wächst und wächst und wächst. So habe hat er auch gesagt, so ähnlich. So. Und das Ergebnis ist gewesen, dass die Leute das nicht ernst genommen haben. Ganz im Gegenteil, er hat erreicht, dass die Leute mit anderen Augen auf den Kapitalismus im Westen geschaut haben. Sie haben die Westsender gesehen und haben gesagt, der schwarze Kanal ist falsch. Und das ist die wirkliche Widerlegung durch die Geschichte, die stattgefunden hat. Und wenn er nur sagt, er hat nur eine Schlacht verloren. Gut, den Glauben mag er haben, den haben viele, ja. Ich sage Ihnen Folgendes dazu. Der Sozialismus, immer wenn er versucht hat, einen Versuch gemacht hat, geschichtsträchtig zu werden, ist gescheitert. Sie kommen also an den Punkt, wo Sie sagen, ich kenne ein paar andere, die genauso sagen wie Sie, auf zum besseren Scheitern. Auch der nächste Versuch wird scheitern. Weil diese Philosophie, die Sie immer noch haben, sagen Sie mir doch, wo ist denn die Klasse heute, von der Sie reden? Welcher gehören Sie denn an? Welcher gehören die Leute an? Ist doch alles der Schnee von vorgestern. Quack zählt überhaupt gar nicht mehr. Sondern ist das ganze Geschichtsbild und diese Ideenvorstellung, die Sie haben, die stimmen überhaupt nicht mit der Wirklichkeit überein. Und deswegen kann man von vornherein sagen, ohne Prophet zu sein, diese Schlacht, wenn sie noch mal stattfinden sollte, mag ja sein, die werden diejenigen, die ihre Apologeten sind, auch wieder verlieren. Herr von Schnitzler, Herr Lummer sagt, das ist bedauerlich. Man hat sie alle ernst genommen. Die brauchen nicht zu interpretieren. Ich halte es für heute für viel aktueller und für wichtiger, dass die Wiederbelebung von rechts verhindert wird. Herr Lummer, da meine ich Sie ganz konkret mit. Danke, ich schieße uns dran, ja. Warum hat man Sie eigentlich nicht nach Israel gelassen gerade? Es gibt den Vorwurf, Herr von Schnitzler, Sie sind auch indirekt mitverantwortlich für Rechtsradikalismus, weil Sie so lange dieses System versucht haben, so unter diesem Köcher zu halten. Sie haben das ja öfter schon mal gehört. Ja, das ist ein Kabarett-Einwand. Hier wurde ja auch schon Kabarett geboten da hinten. Eben. Sehr gut, sehr lustig. Bewerben Sie sich doch mal bei der Distel. Ach nee, die nehmen Sie nicht, da sind Sie zu schwach für. Wissen Sie, mit dem Antifaschismus, das ist so eine Sache. Ich bin Antifaschist geworden durch Begegnung mit dem Faschismus. Ich habe Nationalsozialisten in Anführungsstrichen erlebt, und zwar Führende und Mitläufer. Und Schlägerbanden habe ich erlebt. Und als Studentenführer, ich habe Herrn Filbinger erlebt in Freiburg. Da war er als Student der... Deswegen haben Sie die rote SS... 40 Jahre. Halten Sie doch mal Ihren Mund. Ich habe Sie ja auch vorhin nicht unterbrochen. Sie propagierten die Ziele der Roten SS. Was eine interessante Frage ist. Fragen Sie ihn doch mal, was die Rote SS ist. Ich werde versuchen, Ihre Frage so weiterzugeben. Was eine interessante Frage ist, Herr von Schnitzler, ist, Sie kommen sofort ran, Sie kriegen auch ein Mikro, aber lassen Sie uns bitte über diese Frage und Rote SS mal reden. Herr von Schnitzler, eine interessante Frage ist, denke ich, warum haben Sie dann ein System gestützt, bei dem auch Menschen in Gefängnissen saßen? Das ist doch ein Widerspruch. In jedem Staat sitzen Gefängnisse. Hauptsache sitzen die richtigen Leute in den richtigen Gefängnissen. Und Sie sind der Meinung, das war der Fall? Jawohl. Aber wie sitzen denn im Gefängnis zur Ostzeit? Und wie sitzen und warum? Herr Dr. Wolle. Entschuldigen Sie, ich habe gesessen. Ich habe bei Nazis gesessen. Ich war im Strafbataillon, weil ich Antifaschist war.